Universum ist in einem winzig kleinen Punkt purer Energie konzentriert, der sich rasant ausdehnt. Der Urknall. Im ersten Moment bilden sich bei unglaublicher Hitze und unter extremstem Druck Elementarteilchen. Später entstehen Atome, die Bausteine der Materie. Das Universum wird durchsichtig und besteht nun aus Wasserstoff und Helium. Doch das Gas ist ungleichmäßig verteilt. Dichte Regionen üben eine hohe Anziehungskraft aus und ziehen noch mehr Gas zusammen. Daraus entstehen die ersten Sterne, die rasch wieder explodieren. Ansammlungen gleichzeitiger Sterne, die aus Wasserstoff und Helium bestehen, formen erste Kugelsternhaufen und kleine Galaxien. Die neuen Galaxien ziehen sich aufgrund ihrer Masse gegenseitig ein. Sie steuern aufeinander zu, kollidieren, durchdringen sich und verschmelzen zu neuen großen Galaxien. Das Resultat sind Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße, die aus einem Moment Milliarden Sternen besteht. Ein Teil der Sterne ist im hellleuchtenden galaktischen Zentrum konzentriert, von dem eine große Anziehungskraft ausgeht. Selbst Licht gerät in dessen Sog und kann ihn nicht mehr verlassen. Wir blicken auf ein schwarzes Loch. In den Spiralarmen der Galaxien entstehen laufend neue Sterne. Die Energie für ihr Leuchten wird aus der Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium gewonnen. Diese Prozesse dauern bis heute an. Doch in großen Sternen ist Wasserstoff schnell verbraucht. Druck und Temperatur sind so hoch, dass nun schwerere Elemente gebildet werden. Am Ende stürzt der Stern in sich zusammen und explodiert als Supernova. Die Gas- und Staubhüllen liefern das Material neuer Sterngenerationen. Vor rund 4,5 Milliarden Jahren zieht sich in unserer Galaxie eine Gaswolke zusammen. In ihrem Zentrum zündet ein neuer Stern, die Sonne. In der sich umgebenden Staubscheibe krümmt der Staub zu immer größeren Gruppen zusammen. Schließlich entstehen durch Zusammenballung und Kollision die Planeten. Eine gigantische Kollision erschüttert die junge Erde. Das herausgeschleuderte Gestein umkreist den Planeten und formiert sich zum Mond. Die glutflüssige Erdkruste erstarrt nur langsam, denn sie wird immer wieder von großen Asteroiden getroffen. Allmählich bilden sich Urozeane und eine Atmosphäre aus. Die Kontinentalplatten bewegen sich und türmen Gebirge auf. Algen und Bakterien besiedeln die Erde und reichen Sauerstoff in die Atmosphäre ein. Dieser Sauerstoff schafft die Basis der weiteren Evolution. Das Leben entfaltet sich nun auch auf dem Land und in der Luft. Wir beenden unsere Reise durch die Zeit. Wir verlassen unseren Heimatplaneten und begeben uns auf eine Reise durch den Raum. Der Mond ist von unzähligen Kratern übersät. Unser roter Nachbarplanet Mars ist eine Kältewüste. Tiefe Canyons und hohe Vulkane prägen sein Antlitz. Wir erreichen den Asteroidengürtel. Über 200.000 Rundsterne umher. Bruchstücke von ihnen treffen als Meteoriten die Erde. Der Planet Jupiter entsteht aus Gas. Sein Oberfleck ist der Wirbelsturm, doppelt so groß wie die Erde. Saturn ist bekannt für seine Staubwelt.
lassen.